Ja, steigen wir an dieser Stelle wieder ein im Thema Signalübertragung und Codierung und schauen uns dabei mal an, wie wir eigentlich unsere Signale letzten Endes übertragen und codieren. Und da unterscheidet man zwischen der Basisband- und der Breitbandübertragung. Und wir steigen mit der Basisbandübertragung mal ein. Das ist letzten Endes auch das, was wir im Ethernet-Bereich und damit eben auch im LAN-Bereich, um das es bei uns ja vorrangig geht, worum wir uns dabei kümmern. Und dabei ist es eben so, wir sehen das an diesem kleinen Schaubild auch schon, dass für die Übertragung das gesamte Frequenzspektrum unseres Bandes zur Verfügung steht. Wir haben dort eine digitale Übertragung und wenn wir schon einen kleinen Ausblick auf das kommende Kapitel werfen wollen, wir übertragen unsere Daten mit einer Multiplex-Technik, die in diesem Fall das Zeitmultiplexing ist. Ja, und wenn wir jetzt hingehen und uns die Breitbandübertragung angucken, dann ist es so, dass wir verschiedene logische Kanäle zur Verfügung stellen. Also wir haben das hier beispielsweise durch eine Unterteilung eines Frequenzbandes gemacht. Wir haben dadurch mehrere Frequenzbänder erhalten. Das Ganze nennt man dann einen Frequenzmultiplex. Und das kann man zum Beispiel mit Form einer analogen Übertragung, nämlich durch Modulation machen. Modulation heißt im Prinzip das, was wir vorhin auch gesehen haben bei der Manchester-Kodierung. Wir haben ein Trägersignal und auf dieses Trägersignal wird dann ein Non-Return-to-Zero-Digitalsignal zum Beispiel moduliert. Und das ist dann die einfachste Form einer Modulation. Wir nehmen also bestimmte Daten und können zum Beispiel die Amplitude als solches als Modulationsträger verwenden und dann haben wir sowas wie Amplitudenmodulation, das heißt also eine hohe Amplitude beispielsweise repräsentiert hier das digitale 1 und eine niedrige würde das digitale 0 repräsentieren. So, und es gäbe aber auch die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel über verschiedene Frequenzen zu repräsentieren, das heißt also eine hohe Frequenz würde eine 1 in diesem Fall repräsentieren und eine niedrige Frequenz wäre äquivalent einer 0. Als weiteres klassisches Modulationsmöglichkeit wäre das Thema der Phasenmodulation. Wir machen also immer eine bestimmte Phase für eine bestimmte Signalgruppe, für ein logisches Null. Würden wir zum Beispiel einen Phasenwechsel machen hier von 180 Grad und über diese Phasenwechsel können wir also dann logisch 1 oder logisch 0 entsprechend abbilden. Ja, das sind mal diese Übertragungsarten mit der Modulation und wenn wir jetzt uns noch mal ein kleines Detail angucken, denn das Thema Modulation und Codierung hängt sehr eng zusammen, dann stoßen wir dabei auf zwei Begriffe, nämlich einmal den Begriff der Schrittgeschwindigkeit, also die Anzahl der Signalwechsel oder Zustandswechsel, die werden typischerweise in der Einheit Baud, also 1 pro Sekunde beschrieben und das Ganze wird dann angegeben in einer sogenannten Baudrate. Und bislang haben wir uns immer über Übertragungsgeschwindigkeiten unterhalten, also letztlich nichts anderes als die Einheit Bit pro Sekunde als Übertragungsrate. Nun gibt es einen speziellen Fall, wo das tatsächlich gleich ist. Das ist nämlich einfach die binäre Übertragung. Wir sehen das hier. Wir haben in einem bestimmten Zeitintervall von einer Sekunde haben wir 6 Bit übertragen, also sind es 6 Bit pro Sekunde. Und das wäre, entspräche jetzt im binären Fall hier auch 6 Baud. Aber bitte achten Sie darauf, das gilt nur für den binären Fall. Und wenn wir jetzt höherwertige Signale verwenden, beispielsweise hier über eine Anpassung der Amplitude, dann haben wir hier zum Beispiel 4 Amplitudenwerte und können dann in einem Schritt, in einem Baud, automatisch 2 Bit pro Sekunde übertragen. Das Ganze können wir jetzt noch aufwendiger treiben. Wir können also hingehen und können nicht nur die Amplitude entsprechend unterschiedlich gestalten, sondern auch die Phase. Und dann sind wir zum Beispiel bei einer Modulation, der Quadratur-Amplitudenmodulation, die zum Beispiel auch bei DSL verwendet wird. Bei DSL haben wir also typischerweise eine QAM16 oder QAM64 Modulation, wo wir sehen, dass also mit einem Schritt 6 Bit pro Sekunde übertragen werden, bis hin zu einer QAM256 Modulation, wo also pro Schritt tatsächlich 8 Bit übertragen werden. Und das nur durch die Variation der Amplitude und der Phase innerhalb der Signale.